So, erstmal die tägliche Zeitung lesen. Was gibt's denn Neues hier? Erkennt ihr mich wieder? Ja, richtig, ich bin Kommissar Bernhard. Und wisst ihr, was ich neulich in der Zeitung las? Lea Hartmann gestorben. Sie hinterlässt ein Einhorn. Hä? Das hat Jeff Carr doch erschossen. Einhorn! Oder hat dieser Penner aus 3 Metern Entfernung daneben geschossen? Böse Polizei! Also dachte ich mir, ich schnapp es mir jetzt. Ich hab gleich einen Termin beim Notar. Meine Tante Lea Hartmann ist nämlich gestorben und ich erbe jetzt ihr ganzes Geld und ihr ganzen Schmuck. Ja? Einhorn. Ich dachte, ich krieg Schmuck. Ja, ich glaube, ich abhauen. Also, ich dachte, ich krieg so viel Schmuck und Geld. Jetzt krieg ich einfach nur ein Einhorn. Na toll. Jetzt zeig doch mal, was du kannst, du Dreckseinhorn. 3-mal schwarzer Kater. Sie haben noch 2 Versuche, bis die magische Kraft erlischt. Herr Kikli. Ja, Bernhard hier vom Betrugsdezernat. Ich bräuchte bitte einmal umgehend die Adresse von Lea Hartmanns Neffen und auch den Namen. Dalli, Dalli. Bitte nein. Ging doch, oder was? Wo ist eigentlich das blöde Testament? So, hier haben wir es ja. Söberg Nummer 9. Testament. Ich, Lea Hartmann, vermache ihm mein Zaubereinhorn mit folgendem Zauberspruch. Abracadabra, Hokus Pokus, Fidibus. Ich wünsche mir 2 Hanuta. Krass. Lecker. Na, Scheißerchen. Du rückst jetzt mal schön das Einhorn raus. Was bist du denn für eine Vogelscheuche? Aber Dalli. Haha. Ich hab das Einhorn geklaut. Jetzt sind wir endlich allein und jetzt habe ich die alleine gemacht. Simsalabim. Sie haben noch 1 Versuch, dann erlöschen die magischen Kräfte. Ach du Scheiße, Mann! Was ist dieser richtige Zauberspruch? Sag es mir, sag es mir, sag es mir! Moment, dieser blöde Neffe, der muss es doch wissen. Ah, dieses verdammte Testament. Da muss doch der Zauberspruch drin stehen. Ja, ich hab's gefunden, hier. Von weg vom Testament! Hä? Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug. Was ist Scheiße hier? Wieso bleibst du eigentlich stehen? Oh. Au! Entschuldigung, haben Sie einen verrückten Polizist gesehen? Im Rollstuhl? Der ist da längst gegangen. Achso, danke. Bitte. Moment mal, warum schießt der nicht mehr? Hey Scheißerchen, lass mal deine Knarre fallen. Oh, verdammt, Scheiße! Ah, da ist ja mein Einhorn. Hokus Pokus, Videos, Abracadabra. Nein! Der Bernhard ist eine Schnecke. Scheiße, nein! Sie haben keinen Versuch mehr. Boah, du bist doch echt zu dumm für alles. Strunzdumm bist du. Jetzt hast du 2-mal vergeigt. Ja, du hast doch selber einmal vergeigt. Ja, 1-mal, aber nicht 2-mal.
Na toll, du blöder Komiker-Polizist. Warte mal. Ich hab mal wieder eine geniale Idee. Komm her, du Sau! Was wollt ihr denn? Wir haben Ihnen ein erstklassiges Angebot zu machen. Einhornfleisch für 1000 Euro. Da musst du schon selber lachen, ne? Moment mal, was lachen Sie denn da so blöd? Der kleine Zossen, da krieg ich auch noch nicht mal eine Wurst raus. Das ist ja Einhorn, erstklassige Qualität, Einhornfleisch. Qualität, können Sie das Wort denn überhaupt buchstabieren? Ja, ich kann es ja mal probieren. Hier, da gebe ich dir einen Fuffi für. Ja, ist doch gut. Dann haben Sie erstklassiges Einhornfleisch für sich gewonnen. Schauen wir mal, was wir damit anstecken können mit dem kleinen Äußer. Jetzt! Ja! Schwein gehabt. Jetzt hauen wir dir auf den Kopf. Jawohl, aber so richtig. Sag mal, da stand noch was in der Zeitung mit so einem dusseligen Zaubereinhorn. Abracadabra, Hokus Pokus Fidibus. Ich wünsch mir 1000 Schweine. Oh,